Also wie gesagt, die Mixdisziplin, die wurde hier gleich ohne Vorrunde gestern angefangen. Hat direkt mit den letzten 128 begonnen, also über 64 Teilnehmer. Dann gibt es dann da einige Freilose in der ersten Runde. Und einige Überraschungen gibt es da auch, wenn man dann das Tableau sich mal dann genauer anschaut. Also Billy Pappas hat da auch schon mitgespielt. Ist dann aber mit Sarah Klabunde, der Partnerin, ausgeschieden. Und das Team, das hier an Tisch 2 das Rennen machen wird, ist sicherlich auch dann im Favoritenkreis versammelt. Felix Dröse jetzt mit der Chance hier erstmalig in Führung zu gehen per Tor, aber der Linksschuss, den nimmt ihn Janin immer wieder weg. Und wieder. Felix beißt sich da jetzt richtig die Zähne aus und jetzt diese Bewegung war gut. 1:0 Führung. Geht da noch was für Pia Meerbach und Felix Dröse in diesem Match? Alles ist möglich im Tischfußball und haben wir alles schon erlebt. Aber für Pia und Felix ist es dann in erster Linie die Aufgabe, Marvin Velasco zu stoppen und, wie wir eben gesehen haben, Janine Rohrberg auch zu überwinden. Jetzt ein, zwei Fehler von Marvin. Ballbesitz Pia Meerbach auf der Mitte, da kommt der Wechsel. Im Mittelfeld, da schenken sich die beiden gar nichts, diese deutschen Junioren, Marvin Velasco und Felix Dröse. Nochmal vorhin schon angesprochen, wie talentiert sie sich da spielerisch bewegen können, sozusagen, auf dieser Mittelreihe, die so schwierig ist in diesem Tischfußballsport, da man sie mit der linken Hand manövrieren muss und wenig Spiel hat und dann diese fünf Figuren, mit denen man eigentlich viel anstellen kann. Jetzt gute Phase von Felix und Pia, haben sich jetzt hier gut reingefunden, hat schon im Satz 2 sich angedeutet an dieser Fehler von Felix, berutscht da den Ball weg beim Ansatz und Marvin Velasco, man sieht es, er ist hier hochmotiviert. Er will dieses Spiel gewinnen. Klatscht in die Hände bei diesem 2:1 Anschlusstreffer. Janine Rohrberg mit dem Rausspiel. Fast der Ballbesitz auf der Stürmerreihe. Was für ein Stil von Marvin Velasco. Und das lässt er sich nicht zweimal bieten. 2:2 im dritten Satz. Felix Dröse gegen Janine Rohrberg. Janine hat hier sehr gut bisher performt und wieder im richtigen Moment in der Ecke gestanden. Super Leistung von ihr. Sehr ruhige, sachliche Spielerin. Und Marvin Velasco macht hier wieder den gewohnten Eindruck. Da stimmt der Mix zwischen Lockerheit und Anspannung. Ja.
Und Felix tut sich da schwer gegen Janins Deckung. Da muss er so viel arbeiten, um durch die 5 zu kommen und dann noch mehr arbeiten, um dann ein Tor zu schießen. Das ist mühsam und anstrengend. Nächster Ball bis jetzt für Marvin Velasco. Der ärgert sich jetzt da auch, dass der Pass nicht ankommt. Jetzt stagniert das Spiel gerade wieder so ein bisschen. Wenig erfolgreiche Aktion von allen Spielern hier am Tisch. Dieses Rauschspiel war gefährlich und gut. Felix kann es abgreifen und analysiert wieder die Deckung von Janin, die sich da wirklich auch gut bewegt. Viele arrhythmische Bewegungen und dann ist die Mitte frei. Felix und Pia wechseln hier wieder zum defensiven Block. Ich meine, sie haben noch einen Timeout in diesem Satz. Felix jetzt muss hier sein Team und ihn im Spiel halten. Aber Marvin Velasco ist hier unter Anspannung. On fire sozusagen. 4:3 Führung. Das bedeutet jetzt, das nächste Tor könnte das Spiel entscheiden. Noch hat Felix den Ball, wollte ich gerade sagen. Und Marvin Velasco jetzt mit der Chance zum Sieg. Erster Matchball vergeben, aber direkt die zweite Chance. Jet aus der Mitte. In welches Eck wird er gehen? Wieder nach links und verschießt er. Verkrebt er sein Gesicht kurzzeitig unter seinen Händen. Ist hier hochmotiviert. In diesem Prestigeduell gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Felix Tröße. Nächste Chance für Marvin Velasco, der hier den Ball blocken konnte von Pia. Wird er das Timeout nehmen? Ja. Er wird das Timeout nehmen. Ist ihm jetzt doch dann zu heikel nach diesen zwei Versuchen. Zweimal nach links, zweimal gehalten. Will er nochmal durchatmen, Schluck Wasser trinken. Müssen sich gar nicht unterhalten, die beiden, Janine und Marvin. Ist, denke ich, auch nicht nötig. Marvin muss jetzt alleine den Fokus finden, um hier das Spiel zu beenden. Und wieder links und wieder gehalten. Also das ist jetzt auf jeden Fall ein Ansatz, eine Möglichkeit, dass so ein Spiel kippt. Wenn du das so dominierst und dann Pia Merbach clever durchgezogen, 4:4. Alles wieder offen in diesem dritten Satz. Dennoch, Marvin Velasco hat den Ball auf der 5. Hat den Vorteil, wird geblockt. Ballbesitz bei Janin. Vielleicht haut sie jetzt einfach das Ding mal raus. Das wäre natürlich der Knaller. Versucht hier die Bande, trifft den Ball nicht. Reset. Und zweites Timeout. Gute Entscheidung von Janin. Wollte hier scheinbar aufs Ganze gehen und beim 4-4 dann mal eine Bande raushauen. Jetzt besprechen sich die beiden, wie sie das Spiel jetzt hier nach 3 Sätzen beenden können. Ansonsten geht's in den 4. und dann dürften Felix und Pia wieder hochmotiviert sein, hier nochmal richtig ranzukommen. Schöne Kurbel wieder von Pia von Janin. Pia kann ihn halten. Und wieder dieser Schieber, der was einmal geht, geht zweimal.